Ja, wir befinden uns jetzt gerade in diesem Augenblick auf Männer Event und was macht mein Team gerade? Ehrlich, egal, wir haben noch nichts erobert. Dies ist ja die Halloween Map des zweiten Halloween Updates sozusagen. Sie ist gleichzeitig mit der Original Map erschienen zum ja, Halloween Super Mega Duper Special Whatever. Und ja, Mountain Lab, Original Map. Das hier ist so, wie es sein soll. Und das ist ziemlich knapp, dass wir das jetzt erst erobern. Mal sehen, ob die es uns erlauben oder ob die da noch was dagegen haben. Deswegen, ich behalte mal den Eingang im Auge, die anderen gucken da drüben hin. Ist doch ganz gut, dass ich. Wer hat jetzt was dagegen? Ich seh niemanden. Ich guck mal darauf. Wir müssen das jetzt cappen. Wir müssen das cappen, Leute. Wir cappen das. Und deswegen kongern wir erstmal. Oder wir trinken erstmal ein bisschen was. Ja, finde ich auch gut. Sieht gut, auch gut aus. Ey, geht doch. Ja. Wer kommt hier als Boss? Ich glaube, das dürfte euch allen bekannt sein. Headless, Horseless, Headman. Und er ist als Boss eigentlich ziemlich krass, muss ich sagen. Ich finde, was heißt OP? Naja, wenn man es ist, wenn man it ist, dann verfolgen die halt einen, ne? Und das. Die. Naja, hört sich so an, als ob das irgendeine Gruppe ist, aber es ist echt, bin echt nur der eine. Und das ist, ja, kann schon unter anderem etwas OP sein. Warum hat er die ganze Zeit nicht getroffen? Steht es jetzt für mich als Frage. Das ist echt eine sehr gute Frage. Ja, mache ich auch immer. Ich komme immer aus meinem Grab zurück, um den Überlebenden. Zombie-Apokalypse! Hä? Wen zur Hölle habe ich da eben gerade getroffen? Bestimmt ein Spion oder so. It was a spy. Usch. Locker, ja, das war ein Spion. Nice. Oh shit! Geht doch. Einmal getroffen, immer getroffen. Warum macht der Spy auch die ganze Zeit immer dasselbe? Niemand weiß es so richtig und niemand wird es wissen werden. Hä? Der Satz hat noch nicht immer grammatikalisch gerade Sinn gemacht. Stört mich nicht, Sentry. No, keine Mini-Sentry heute. Not today. Und irgendwie machen wir das alles ziemlich knapp, muss ich sagen. Also wenn wir die Runde noch gewinnen, dann weiß ich selber nicht. Dann ist alle Hoffnung verloren. Wen töte ich die ganze Zeit, wenn ich gerade den Soldaten? Stellt euch alle hier mit drauf, ey. Wir müssen überleben. Holy shit. An sich finde ich die Map eine der, sage ich mal, besseren Halloween-Maps. Ist jetzt nicht die beste. Ich finde, Harvest ist immer noch eine der besten. Also Harvest-Event und so, ne? Ihr wisst, wovon ich rede. Den Spike könnt ihr außer Acht lassen, Kinder. Der macht nichts. Außer mich jetzt vielleicht mit dem Kürbis zu töten. Aber das hat er auch nicht gemacht. Also alle ganz nett, ne? Alle ganz nette Leute hier bei Team Fortress. Outplayed, faggot. Aber ich mag die Map. Also, ich weiß nicht, war es das Halloween-Special, als ich eingestiegen bin? Ich glaube nicht ganz. Aber das war auf jeden Fall die erste Halloween-Map, die ich mitgespielt habe. Ich war sowas von begeistert, weil ich habe schon so oft vom Headless House des Headman gehört. Das glaubt ihr gar nicht. Und jetzt wurde ich auch sogar gerade von ihm getötet. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich es war. Also, der Boss ist so geil und ich habe ewig gebraucht, um den zum ersten Mal mitzutöten. Oder beziehungsweise ich habe ihn dann sogar selber getötet. Abgeschlachtet mit dem Extinguisher habe ich ihn. Getötet, abgeschlachtet. Ehrlich. Ihr fragt euch jetzt, warum habe ich den Extinguisher benutzt? Ich weiß es auch nicht. Und wir haben sogar gewonnen und wir sind mit in den besten drei. Also, wir haben es geschafft. Stop capping, morons. No. It's too late. Too late.